Let's Play, die Sims 4. Ich habe gerade darüber gesprochen, dass ich einen neuen Lieblingsnamen habe, nämlich Zornika. Zornika ist mein neuer Lieblingsname. Plupp, Player Time. So. Geht Ute nach Hause? Ja, ne? Das wieder, er will den Himmel mit dem Teleskop beobachten. Nein, das machen wir nicht. Inspiriert werden. Wir könnten eigentlich mal wieder Sport machen, oder? Dass wir hier mal laufen ohne Schweiß? Das brauchen wir ja gar nicht. Das ist ja Quatsch. Ausdauerlauf. Wir Sims, die länger trainieren wollen. Ja, komm. Ach so, die Zeit läuft jetzt hier mit. Krass, dauert ja ewig. Bitte bekommt nie Kinder. 100 Pausen, das auf dem Schulhof zusammengeschlagen. Fritz ist da und ist. Fritz stinkt. Fritz, du stinkst. Fritz, was ist los mit dir? Komm, nimm mal in Ruhe ein Schaumbad. Das ist schon okay. Kannst dich mal erholen. Franz ist konzentriert. Er möchte aber eigentlich inspiriert sein, okay? Letztes mitten in der Nacht mit dem englischen Support-Chat von Netflix chatten müssen. Das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Obwohl Elsa wohl auch nicht sein richtiger Name war. Ein Schaumbart! Er möchte etwas pflanzen. Okay. Wir machen erstmal das Training fertig. Oh, er ist aufs Gesicht gefallen. Cassandra Grusel möchte vorbeikommen. Ach, das ist die, die so jung ist, ne? Pubertät. Ach, deswegen stinkt er so. Der Schweißgeruch wird mit Unmengen an scheußlichem Axe-Parfüm bedeckt. Ja, Axe-Schokolade. Das ist immer so das, was mich am meisten traumatisiert hat, eigentlich. Oh! Hallo! Die Bella, die kommt direkt kokett an, oder was? Oh, die ist jetzt erwachsen übrigens. Ich schlag dir mal einen verrückten Plan vor. Dann kriegst du medizinischen Rat. Dann frage ich nach deinem Tag. Dann fragen wir erst, ob sie Single ist. Dann wird ein bisschen rumgeblödelt. Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Freitag noch mit einer Freundin, die jetzt Mutter ist, darüber unterhalten. Sie meinte, man kann seinem Kind ja nicht immer sagen, dass es hässlich ist. Wir sind uns dann einig geworden, dass man einmal am Tag irgendeinem Kind sagen muss, dass es hässlich ist. Es muss ja nicht das eigene sein. Fritz, du bist hässlich. Wir sollen Fritz bei den Hausaufgaben helfen. Ja, mit Cassandra läuft nicht so gut heute. Die will nicht. Du Fritz. Da. Hausaufgaben machen. Wer bist du denn? Wer ist denn Ralf Kreuz? Was hat Ralf Kreuz hier zu suchen? Weglegen. Ah, emotionale Aura aktivieren. Ach, guck mal, das kann man machen. Wo machst du denn jetzt deine Hausaufgaben? Du Pfeife. Ach, hier ist immer eine emotionale Aura durch das Ding. Was macht der da? Können wir darüber reden, dass er seine Hausaufgaben im Knien, im Arbeitszimmer, auf der Erde macht? Ralf Kreuz sucht seine Cassandra Grusel. Er kennt bestimmt den Ruf dieses Hauses. Helfen wir gerade bei den Hausaufgaben? Ja. Also, mein erster Tipp bei den Hausaufgaben wäre, setz dich vielleicht nicht auf die Erde, während du das machst. Eine unglaubliche Geschichte erzählen, okay? Das kriegen wir hin. Wo ist denn das dabei? Freundlich. Dramatisch, fesselnd. So, helfen jetzt? Du blamierst deinen Sohn vor dem heißen Mädel. Fritz ist gar nicht mehr grün. Er war noch nie grün. Er war früher, er war blau eigentlich.
Was macht sie denn hier klar? Hilft er ihm denn jetzt bei den Hausaufgaben oder nicht? People get shot. Was ist denn los? Warum kniet denn der arme Junge da die ganze Zeit? Willst du seine Hausaufgaben ins Inventar packen? Aber... Zorbitek! Server muss mich verlassen. Das Phaser-Signal ging an. Welches Phaser-Signal? Oder Fisa? Gehst du jetzt zu... Gehst du zu Andy? Das kann nicht sein. Das würde mich sehr traurig machen. Nein, natürlich darfst du auch zu Andy gehen. Aber du musst... Oder war der Phaser auf Betäuben? Alter, geht die ab. Geh kacke, versau deinem Sohn nicht die Tür. Okay. Dann soll Fritz mit der rumhantieren. Servin Vega geht jetzt zu Andy. Das ist ja ein Skandal. Das hat man davon. Das hat man davon, wenn man Leuten andere Leute zeigt. Nein, grüß ihn schön. Wir sollen Freundschaft schließen. Ey, das wollen wir nicht. Wir malen erstmal ein selbstsicheres Gemälde. Das ist gut. Fritz hat seine Hausaufgaben für heute fertig. Das ist ja schon mal gut. Spielt er wieder Overwatch, der Schlingel? Können nicht sowohl Fritz und Franz bei ihr... Ihr wisst schon. Fritz muss die Mutter kriegen, damit Franz sein eigener Opa wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, was haltet ihr denn davon, wenn ich gleich mal in das andere Spiel reingucke? Ich habe vergessen, wie es heißt, aber ihr wisst, wie es weiterentwickelt? Okay. Cool, wir können alle unsere Pflanzen hier weiterentwickeln. So, wir haben erstmal genug gemalt. Wie heißt denn das Spiel? Das Horrorspiel, das, wo bald der zweite Teil rauskommt. Ich habe gerade den Namen vergessen. Outlast, genau. Er redet jetzt mit den Pflanzen und dann werden die cooler, sehe ich das richtig? Die Qualität der Karottenpflanze ist gestiegen. Geil. CSGO. Nee, für CSGO bin ich zu langsam. Das Pilzgewächs ist auch gestiegen, die Qualität davon. Oh, Gurgadon in Blippa, Narumu Krankis, Emka. Ha, Kippahoi Iba. Jo, ist ja gut. Ist ja gut, Chagorino. Hol dir erstmal eine Portion. Ach, wir haben hier 1000 Spaghetti. 9 Uhr und Fritz ist noch schon im Bett. Was geht mit dem, ey? Franz flirtet sogar mit seinen Pflanzen. Ja, das ist echt schlimm, ey. 3400. Bald haben wir genug für nie wieder schlafen. Wir sollten mal über eine Intervention nachdenken. Nee, nicht Battlegrounds, sondern schon Outlast, dieses Horrorspiel. Ich weiß aber nicht, ob ich das schaffe. Oder ob ich da einfach und sterbe. Jawohl. Selbstsicher war ein sehr, sehr guter Lehrer. Freundschaft schließen wird halt nichts mehr. Er ist beim Essen verspielt geworden. Die Kartoffelpflanze sah aber auch verdammt betörend aus. Müssen wir morgen wieder arbeiten? Ich glaube schon, ne? Moment, Franz will Outlast spielen. Ich wollte eigentlich noch was für die Arbeit machen, aber das kann warten. Es ist schon dunkel draußen. Keine Horrorspiele mehr anfangen. Spielt Sims weiter. Oh. Er geht erstmal pennen. So, wie sieht's hier aus? 3,8. Oh, ne. Die Folge kann noch ein bisschen. Ich will endlich wieder befördert werden. Wir müssen ja mal Superarzt werden. Wenn du Outlast spielst, stell bitte deinen Stream auf 18 plus. Das Spiel ist recht hardcore. Ja, das macht ja eh keinen Unterschied. Ne? Also das ist ja... ich habe meinen Channel übrigens jetzt ab 16 geflaggt. Also wenn Leute Jugendschutzsoftware auf ihrem System laufen haben, dann... also zumindest können Kinder an geschützten Rechner meinen Stream nicht mehr gucken. Das finde ich zum Beispiel schon mal ganz gut. Franz pennt noch ein bisschen.
Ich muss nur mal gucken, ich werde gerade ein bisschen müde und wie wäre es mit einer Umfrage zum Spiel? Das könnte ich machen. Sollen wir Sims weiterspielen oder Outlast? Das könntest du mal umfragen. Das fände ich gut. Franz muss heute zur Arbeit, ne? Ich merke nur, ich werde ein bisschen müde und Sims ist jetzt ja momentan immer ein bisschen repetitiv. Ich hoffe, diese Botschaft war nicht für diese Kinder gedacht, die sie dann nicht hören können. Nein, die können ja dann einfach nicht zugucken. Mir wäre das schon ganz lieb, wenn man das begrenzen könnte. Nur diese Twitch-Altersfreigabe ist halt Peng, ne? Also, ob ich da jetzt, also die gilt ja auch nicht als Schutzmaßnahme in Deutschland. Was ich ja verstehe, kann ja jeder eingeben, dass er 18 ist. Das wird ja nicht überprüft. Wow, da fällt mir ein. War letzte wieder mit der Klasse in einem Tagungshaus und am Morgen haben mir die Lehrer erzählt, wie alle enttäuscht sind von ihrer Klasse sind, dass alle bereits im kurzen Reiz im Bett waren und kaum Alkohol dabei war und nur einmal eine kleine Gruppe zum Kiffen verschwunden ist. Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Lustig ist natürlich, wenn Franz ein Kind entbindet, das auch blau ist. Die Mutter, oh je, was ist das denn? Das kann doch gar nicht sein. Franz kann sagen, nee, nee, ich kenne das schon, das gibt's manchmal. Ganz klar, gegen Müdigkeit hilft nur der blanke Horror. Horror. Das ist so geil, er hat einfach dreimal die Woche frei. I'm live, come watch. Anna, that's. No, that's not so fair. To promote your channel and my channel? No. No, no. So, was ist? Er muss denn, er stinkt. Ja, das ist doch gut, dann können wir ihn erstmal. Er nimmt jetzt erstmal eine erfrischende Dusche. Hehe. Er will ein ausgezeichnetes Gemälde kreieren. Ich glaube, das wird doch nichts. Der Strawpoll ist jetzt bei mir nicht eingeblendet worden. Das ist ja komisch. Oder war das? War egal. Oder ich hab's verpasst. Kann sein, dass es das nicht die ganze Zeit da steht. Numeshar. Ah, da ist der Poll. Ich bin so gespannt. Oh, das ist mega knapp. Die Abstimmung. Was hat Fritz? Franz? Was hat Fritz? Franz? Wieso müssen wir denn da jetzt wieder spülen? Ich dachte, das ist jetzt selbstreinigend. Wir können den Poll ja bis zum Ende der Folge laufen lassen. Und dann nehmen wir uns noch eine Portion Spaghetti mit auf die Arbeit. Krass, 50-50, das ist abgefahren. Können wir noch ein bisschen aufräumen. Was möchte er? Er möchte ein bisschen quatschen. Sehr gut. Krass, 10 zu 11, 11 zu 11. Es läuft ja, die Abstimmung läuft genau gleich. Was ist denn mit den beiden los? Miss Muffin folgt mir jetzt. Und Zekor. Cool. Willkommen, willkommen. Schön, dass ihr da seid. Heute schon zwei. Zwei. Die Zahlen auch zwei. Unglaublich. Ihr habt euch auf jeden Fall viel zu sagen. Franz bewertet seine Abstimmung plus ein Follow. Fenaya! So, das sollst du einstecken, jetzt sollst du aufräumen. Ja, aufräumen. Mehr aufräumen. Mehr aufräumen. Kriegst du das hin? Da hat er gerade irgendwie. Manchmal verschluckt sich die KI irgendwie. Jetzt sind es 12 Votes für Outcast, Outlast und 11 für Sims. Ich weiß auch nicht, also Fritz hat gesagt, das Spiel sei hervorragend supidupi gut. Ich weiß es nicht. Ich bin ja schon auch ein Schisser, ne? Und das Witzige ist, es sind fast, also insgesamt sind hier, allein bei Twitch sind fast 80 Leute. Jetzt haben wir aber nur 23 abgestimmt. Was tun die Lurker? Die Lurker lurken. Jetzt ist er konzentriert, jetzt kriegt er noch ein bisschen Spaß. Und wir gehen zur Arbeit. Butz!
Jetzt ist 12:12. Ach, das ist doch ein schlechter Witz mit euch. Ah, mein Arm juckt. Ich darf nicht kratzen. Ja, jetzt momentan ist die Sims führen, okay. Also dann mache ich einen eigenen Outlast-Tag, ist ja auch okay. Horrorspiele ohne GPI spielen wollen. Oh, das stimmt, das stimmt, das stimmt. 13, 12, jetzt 14, 13. Okay, wir bleiben bei den Sims, Kinder. Da ist er! Eric Lewis! Das ist der Mann. Das ist der gehörnte Ehemann. Ah, jetzt bin ich auch wieder. Und er hat ein Entchenkittel. Oh, und es kommt Hitze aus seinen Ohren. Okay, wir beenden die Abstimmung. Das ist nicht eindeutig genug. Ich mache einen eigenen Outlast-Tag. Dann kündige ich das an. Und dann spielen wir Outlast. Also dann bleiben wir heute bei den Sims. Ist ja auch cool. Irgendwann müsste die Alte ja auch das Kind kriegen. Dann möchte ich mal wissen, was der gehörnte Ehemann dazu sagt. Moment, war Eric der... Eric war der Mann, oder? Oh, das hat nicht geklappt. So will be. Zeit für die Fehldiagnose. Oh Gott, was der den wohl fragt, ey. Was hat Franz mit seinem Arm? Franz hat einen tätowierten Arm, der jetzt gerade abgeheilt ist und dann juckt das irgendwann. Outlast, da kann ich schlafen gehen. Nee, Outlast hat sich für heute erstmal erledigt. Da sind Enten auf dem Krankenhausgewand. Ja, ja. Das ist hier, komm mal da. Das ist die eloquente Ente. Das nicht. Blende Hitze, Dampf aus den Ohren, rote Aura, pulsierende Wellen um den Kopf. Noch sehe ich keine pulsierenden Wellen. Haha, ist geil. Weil es der Konkurrent ist. Sie haben Hodenkrebs, wir müssen leider amputieren. Das ist ein perfider, aber doch witziger Plan. Eloquente Ente sieht blendend aus, oder? Baby am OP-Tisch entbinden! Wo? What? Wo ist der schwangere Sim? Wo ist sie? Wir lassen alles stehen und lieben. Wo ist sie? Kommt die jetzt erst wieder noch? Was nu? Wo ist sie denn? Wo ist sie denn nur? Sie ist noch nicht hier. Kommt sie noch? Wo ist sie denn? Ich hab Angst. Nicht, dass wir unsere Chance jetzt verpassen. Wo ist sie? Nicht, dass sie jetzt hier irgendwo... Die ist es nicht, ne? Nee. Wann kommt sie denn nur? Da hat sie hier die Flecken hingemacht. Ist das Fruchtwasser? Hol das Baby raus. Ja, wo raus? Aus wem denn? Kommt die wie so ein Zusammenbrecherino vielleicht? Ganz entspannt, dieser Arzt bei der Entbindung. Der wünscht sich eine Frau in den Wehen. Ja, voll! Der Geist sieht aus, als müsste er bald entbinden. Hä, das ist so ein Skandal. Wo ist die denn? Kann die hier mal nach ihrem Gehalt befragen? Kannst du auf die Aufgabe klicken oder doppelklicken? Nein, ein schwanger Sim, der kurz vor der Blutung steht, ist im Krankenhaus angekommen. Dabei zu helfen, ein neues Leben in die Welt zu bringen, hat oberste Priorität, aber... Ich kann hier auch nichts machen. Ich müsste eine ärztliche Anordnung machen, aber... Nö. Und das sind ja halt auch Männer, also... Gut, wir haben lange genug mit ihr geschnackt. Wo ist sie denn? Was ist es denn mit diesem Spiel? Vielleicht hat sie sich irgendwo draußen versteckt. Ich sehe sie nicht. Du bist auch ein Mann, du warst auch schwanger, das stimmt.
Wow, nur noch 48 Follower. Oh shit, echt? Ja, ich glaube, die Zahl ist nicht zu 100% aktuell. Ich muss die nochmal korrigieren, aber ja. Ja, taucht die irgendwann jetzt im Laufe des Tages auf, oder was? Mann, sein hat im Spiel nicht so viel über Gebärfähigkeit zu sagen. Ja, das stimmt. Franz hat es zu Hause bekommen. Ja, auf jeden Fall. So, wir tragen jetzt hier noch eine neue Studie bei Sim Medical ein. Ach, Gina schon wieder. Aber wo ist denn das Baby? Also die mit der Frau drumherum. Versuch's mal mit dem Empfangstisch. Habe ich auch probiert. Da ist nichts. Da kommt ja sonst so ein rotes Leuchten. Empfangstisch. Empfangstisch, nicht Empfängnistisch. Mann, das ist aber doch unsere Chance auf die Beförderung. Da kommt sie mit dem Auto. Nee, doch nicht. Die Frau sitzt im Brunnen und hat eine Wassergeburt. Nein. Da auch nicht. Ist Empfängnis nicht die Zeugung? Oh ja, stimmt. Oh, das war witzig. Wo bekommst du deine Gehaltserhöhung? Ja, ich... Versuch's doch zumindest mal beim Mann. Nope. Nope. Ich bin auch empört, dass wir noch keine Gehaltserhöhung hatten. Was ist doch ein Skandal, wann kommt die denn? Dein Arzt wird ausgerufen und zum Empfang gebeten. Hier kann er die Schwangere mit der Option Baby am OP-Tisch entbinden, in die Operationssäle begleiten. Okay, okay. Dann müssen wir einfach warten, bis die auftaucht. Schwangere alle durch, dann kommen die vorbei. Ich glaube, ein bisschen länger dauert's. Ah, das ist nur ein Skelett. Schade. Das mit den Lampen ist irgendwie Quatsch. So, wir machen Überlicht, das nervt doch sonst. Test durchführen, Baby am OT-Tisch. OT, am OT-Tisch. Da! Er hat irgendwas, er hat so Kreise um den Kopf. Was war das noch? Wann kommt die denn? Für den Aufstieg auf Level 8 wird eine Entbindung vorausgesetzt. Genau, deswegen freue ich mich da ja so drauf. Blende Hitze, sternklare Augen oder Dreifachdrohung. Blende Hitze? Wir tippen auf Blende Hitze. Ist auch nicht so schlimm, wenn die Diagnose falsch ist, weil das ist ja eh nur der gehörte Ehemann. Da sind wir fair, ja, da sind wir fair. Wir haben gar nicht genug Patienten, um noch einen Abstrich zu machen. Das ist ja witzig. Doch, da. Wann kommt die denn endlich, die blöde Schwangere? Ich bin halt mega empört. Hä? Er macht gerade. Er wollte gerade einen Abstrich machen. Fritz ist aus der Schule zurück. Freitagnächte sind gut geeignet, um zwei in den Einsen zu verwandeln. Quatsch, das muss man Party machen. Die kommt kurz vor Feierabend. Natürlich kommt die kurz vor Feierabend. Ja, das stimmt. Wir haben auch hier schon wieder alles durchexerziert. Das ist alles supi schnupi. Wir brauchen nur diese blöde Schwangere. Die taucht einfach nicht auf.
Aber denk an das Drama. Rettest den Mann deiner Affäre des Lebens, während du sie schwängerst. Wie soll der nur reagieren? Er verdankt dir sein Leben, aber gleichzeitig... Oh, sehr gut. Flirte mit der Patientin. Das ist auch eine gute Sache. Wann kommt denn die blöde Troller? Was ist das denn für ein Arschback? Habt ihr hier nicht den ganzen Tag Zeit? Wir üben jetzt einfach analysieren, bis wir ein Level up haben und bis die Alte kommt. Du bist es aber auch nicht, ne? Nee. Gute Frau, kommt ihr Kind jetzt bald? Ich habe um 5 Feierabend. Ja, auf jeden Fall. Chill, Joe. Arschback. Sehen so heute die fachärztlichen Diagnosen aus? Yep. Bam! Level 8 in Logik, meine Damen und Herren. Jetzt ist aber hier auch mit Spaß sehr schwierig geworden, deswegen müssen wir erst mal was songen. Wir spielen Blickblock. Nee, reicht jetzt mit analysieren. Ja, toll, der Arbeitstag endet bald, aber die Alte ist nicht erschienen zur Entbindung. Das war doch wirklich ein Skandal. Soll ich jetzt den Arbeitstag noch verlängern, oder? Das ist doch ein Skandal! Hier ist kein schwangerer Sim. Das ist einfach Betrug. Oh, Dowsy 94, hallo. Das ist doch Quatsch, das ist doch gemein, das ist doch Mist, das ist doch... Es macht da keiner mehr sauber, seitdem Franz kein Praktikant mehr ist. Ja, das kann man glauben, ne? Wir wollen doch nur befördert werden. Oh, ups. Ja, jetzt ist das Thema durch mit dem schwangere Binditäten. Die Folge ist zu Ende! Die Folge ist zu Ende, liebe Kinder. Wir haben keine schwangere Frau entbunden. Das ist ein Skandal, das ist ein Skandal, ein Skandal, ein Skandal. Und in diesem Sinne, bis gleich, ne? Nächste Folge machen wir das.